Hey, Kids. Wie geht's euch Jungs denn so? Hey, ganz cool bleiben. Ihr wisst, wer wir sind? Wir sind Kompagnons eures Geschäftspartners, Marcellus Wallace. Ihr erinnert euch doch an euren Geschäftspartner, nicht wahr? Jetzt lasst mich mal ganz wild raten. Du bist Brad, nicht wahr? Ja. Dachte ich's doch gleich. Du erinnerst dich bestimmt an deinen Geschäftspartner Marcellus Wallace, richtig, Brad? Ja, ich erinnere mich an ihn. Gut. Vincent und ich haben euch Jungs wohl beim Frühstücken gestört. Ihr müsst entschuldigen. Was futtert ihr da? Hamburger. Hamburger? Der Grundstein eines jeden nahrhaften Frühstücks. Was für Hamburger? Cheeseburger. Nein. Wo habt ihr die gekauft? McDonald's, Wendy's, Jack in the Box? Wo? Big Kahuna Burger. Big Kahuna Burger? Das ist dieser hawaiianische Burgerladen. Alle sagen, die haben ein paar leckere Burger. Ich selbst habe noch nie einen probiert. Wie sind die? Sie sind gut. Was dagegen, wenn ich mal deinen probiere? Das da ist doch deiner, richtig? Ja. Das ist ein leckerer Burger. Vincent, hattest du schon mal einen Big Kahuna Burger? Willst du einen Happen? Die sind echt lecker. Ich habe keinen Hunger. Also, wenn du auf Burger stehst, musst du die probieren. Ich krieg nur selten welche zu essen, weil meine Freundin Vegetarierin ist, was mich auch zu so einer Art Vegetarier macht. Aber ich liebe den Geschmack eines guten Burgers. Mhm. Wisst ihr, wie man einen Quarter Pounder mit Käse in Frankreich nennt? Nein. Sag's ihnen, Vincent. Royal mit Käse. Ein Royal mit Käse. Weißt du, warum die ihn so nennen? Wegen des symmetrischen Systems. Na bitte, unser Brad hat ganz schön was in der Birne. Du bist ein smarter Mistkerl. Das war richtig. Das metrische System. Was ist da drin? Sprite. Sprite, gut. Was dagegen, wenn ich mir was von deinem leckeren Getränk nehme, um das hier runterzuspülen? Nur zu. Das hat gut getan. Du, Spaßvogel, weißt du, warum wir hier sind? Warum sagst du meinem Freund Vince nicht, wo ihr das Zeug versteckt habt? Es ist da drüben. Ich kann mich nicht erinnern, dich irgendetwas gefragt zu haben. Was hast du gesagt? Es ist im Schrank. Nein, in dem unteren. Sind wir glücklich? Vincent! Sind wir glücklich? Ja, wir sind glücklich. Hören Sie, es tut mir leid. Ich habe Ihren Namen nicht mitbekommen. Ich habe nur Ihren verstanden. Vincent. Richtig, ja, aber Ihren habe ich nicht verstanden. Mein Name ist Pitt und es wird dir nicht gelingen, dich aus dieser Scheiße rauszukommen. Nein. Ich wollte nur, dass Sie wissen, wie... Ich möchte nur, dass Sie wissen, wie leid es uns tut, dass die Dinge zwischen uns und Mr. Wallace so schief gelaufen sind. Wir sind mit den besten Absichten in die Sache gegangen, wirklich. Ich hatte... Oh, tut mir leid, habe ich dich aus dem Konzept gebracht? Das wollte ich nicht. Bitte, sprich weiter. Du hast irgendetwas von besten Absichten gesagt. Was ist los? Ach, du warst fertig. Na schön, dann möchte ich dich etwas fragen. Wie sieht Marcellus Wallace eigentlich aus? Was? Aus welchem Land kommst du? Was? Ich kenne aber kein Land, das was heißt. Versteht man da nicht unsere Sprache? Was? Unsere Sprache, du Wichser. Sprichst du sie nicht? Doch. Dann verstehst du auch, was ich sage. Ja. Beschreibe, wie Marcellus Wallace aussieht.
Was? Sag doch einmal was! Ich warne dich doppelt, du kleiner Schwanzlutscher. Wag es auch nur noch ein einziges Mal was zu sagen. Er ist schwarz. Und weiter? Er hat eine Glatze. Sieht er aus wie eine Schlampe? Was? Sieht Marcellus aus wie eine Schlampe? Hey! Warum versuchst du ihn dann zu ficken wie eine Schlampe? Doch, das hast du. Ja, das hast du, Brad. Du hast versucht, ihn zu ficken. Und Marcellus Wallace lässt sich nun mal nicht gerne ficken, es sei denn von Mrs. Wallace. Liest du die Bibel, Brad? Ja. Also, da gibt's eine Passage, die ich halb auswendig kann. Die passt irgendwie zu diesem Anlass. Ich glaube, Hesekiel 25,17. Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Und da steht weiter, ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe.